verschiedene Dinge, die Europa für die Menschen im Alltag tut, den Menschen aber nicht klar ist. Nicht klar sind, dass sie wirklich da gefördert werden. Von daher ist es eben ganz einfach, dass man sagt, das ist nicht gut, sondern es stimmt nicht. Viele gute Projekte, Familienzentren und ähnliches würden ohne Mittel aus dem ESF-Fonds nicht existieren. Und von daher ist das gerade für die Kommune auch eine ganz wichtige Förderung. Matthias Grote, Sie haben das Stichwort gerade schon geliefert. Russland, angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und Russland, es ist immer wichtiger, unabhängiger von unserem wichtigsten zurzeit Energielieferanten zu werden. Welche Maßnahmen können und müssen auf europäischer Ebene ergriffen werden, um zukünftig eben nicht von ausländischen Energielieferungen abhängig zu sein? Die Energie einsparen, wir werden Arbeitsplätze schaffen und die Energie.